So, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zum neuen Stream. Wir starten heute in Gamescom Tag 3 mit einer weiteren musikalischen Demo-Version von einem Spiel auf der Indie Arena Booth online. Ja, Musik ist diesmal ziemlich viel vorhanden. Ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Spiel, was wir musikalisch spielen. Schauen wir mal rein. Was Fretless. Fretless S oder so, keine Ahnung. So zu bieten hat. Auf geht's. Einen neuen Demo-Stream. Na dann schauen wir mal. Alpha State Gameplay mich in ja. Eine frühe Version des Spiels. Use WASD und Keyboard or Tilt Left Stick und Controller to move. Okay, und wir spielen diese kleinen Gitarren-Typ. Wir haben eine Akustikgitarre dabei. Scheint hier unser Garten zu sein oder so. Oder was haben wir? Professor Strum. Greetings, Roboter. What brings you to this old academic on such a fine day? Super Metal Records. Why, yes, I suppose I do have some history with them. Research, development, things of dusty nature, great boring of course, and we do this year's battle of the bands. Robots, you can't be serious. You must realize that things aren't always how they seem on TV. So Metal Records might look like a symbol of screaming guitars, crashing cymbals, and the rigor of youth, but they... Okay, ein riesiger sprechender Pilz. Good heavens. Another one has gotten loose. Robert's your guitar quickly. Okay, wir kämpfen mit Gitarre gegen Pilze. Jojo. Basic Combat. Battles happens in turns und turn-based RPG. On your turn you will draw up to 6 riffs over hover over a riff to see what it does. Okay. Shelter Acoustic Blast. Wir sind einfach ein Bade, ein moderner Bade in einem basierten, ja, das klingt doch gut. Sturm. Die 6 Damage to the target. Ist jetzt irgendwas passiert? Okay, wir haben jetzt 2 Sachen eingesetzt.
some boost play status effects, each status effect is represented by a unique icon. Okay, King of Boss. This character boosts 3 hit points at the end of his turn. Selbst wieder was. Ah, okay, ich mache mir ein bisschen Schaden. Sehr viel Schaden zu machen. Okay. Excellent. Show old boy, I had no idea you were so in tune with Sonic Power. Now I see why you want to enter SRS contest. I propose a confidential agreement. To keep quiet about this monster with which shouldn't pose a problem for such a stonic warrior. I'll sponsor your entry into the Battle of the Bands. You are a natural musician, but you need to employ some advanced techniques to start a chance in the battle. I know just the man for job. While I get things sorted with Super Metal Records, take these supplies and heads off. You will find a unique man living in a shack. He may not look like much, but he is one of the finest guitar masters in the world. Ah. Okay. Enough dilly-dallying. Robert, old boy, you get marching, rising. I ring Super Metal Records. Okay, Professor ruft uns bei dieser Band Kampfsache an. Klärt uns das verteidigen können. Boss. Tempo isn't just vital to music, it's vital to life. Keep that in mind. Okay, and we know here. Hey, I like tabs. They are cool and easy to play. And cold tumors. Additional 3 damage. So gut wie keine gegelt. Even more to put those mods on and the complementary mod table. Mod table. So find guitar mods to mod your journey and use mod tables to equip your mods on your instrument. Yeah. Momentan noch nichts. Health Potion recover 20% your total life. Ach, wozu? Can you handle my strongest potions? You haven't
seen Lord of Wayne's V around here. I flew. I lent mine to my brother, but he is still hanging out in the woods. Okay, da haben wir was gelootet. Sometimes if I stare at these frogs, just wait their breathing suits and move my music. Just a little lower and climb it so fast. You believe me, right? I understand. We need to take a rest. I'll get you healed right up. Wäre sie nötig gewesen? During your journey, you found the bass and some instrument mods. Equip a new weapon in the menu and what? Songwood Forest. Be careful out here. Some good dudes wearing suits. Yeah, suits in the woods just zipped past here. I'm manting some truly full vibes. You look pretty strong, but keep your wits about you, Brown. Something harsh is about you. Okay, komm was. Ein Carbomber gefunden. This 10 damage to all enemies whenever you move a status from yourself. Aha. Oha, Pilze. Zwei ist mir sogar. Auf beide. Riffs give you points towards a powerful attack called a crescendo.
dich nochmal einsetzen im nächsten Kampf. Das kriegst du nicht hin. Tauschen. Das Grenz gekauft habe. Und der nächste Kampf. Gegen drei diesmal. Wen haben wir denn da oben? SMR Bassist. Warte. Nächste Runde. Ich kann es leider nicht einstellen.
mal gleich da. Den Bassisten treffen oder wäre das so? See how these box formations look like speakers. They say ancient beings called tone spirits carved them millennia ago. That's some studios. Super Metal Records probably sets them up to promote the battle of bands or something. That's far more likely. No way, can't you like feel the energy coming off these things? You've better open your mind. Was haben wir hier? Fast perfekt. Schon ab. You will own new riffs along your adventure and you customize your deck. The riff book. Okay. So what focused. Das für ein Training in den Kampf. Okay. So ein Ticket. Und hier ein Table. You take unblocked damage. Able one eco attacker. Okay. Das kann man nicht. Schade. Okay, suchen wir da nicht lange. Ich habe jetzt lang. Ich
glaube, wir haben so eine Art Knochen gefunden. Aha. Doctor Tom made me looking for this. Macht nur Sinn. Hier ist ein Keeper drin oder was? Secret Panel. Plus 50 Points. Und plus 5 to 5 Damage. Ein Shield. Aha. Da waren wir doch schon mal. Wo müssen wir hin? See how this work? Formations to the speakers for this action. Okay, jetzt nicht viel zu sehen. Ich bin irgendwie auf dem Schlauch. Ah, hier geht's weiter. Ach du Schande. Seid ihr. Thank you.
Ich muss wirklich gerade gucken, wo so weit abseits. Oha, Endboss. Gut, Dwight, der Bob. You can consider the vote to stop the beach closed. Oh man, you've got to be kidding me. No shot. Pips, like you is seriously trying to compete in the battle of bands. Doing your big thing. Look, we are here on official support and the records business. So just bam. It's gonna batch big news. Guess the old bastard heater should use a warm up. It's ready to re-listen. Okay, ich krieg irgendwie dazu. Und ich sehe mal alles vor. Wenn wir nicht besiegen, der wird uns finishen. So was von. Aua. Und jetzt schon. Ich glaube, die Runde erreichen wir gar nicht, in der wir den Kessel einsetzen können. Könnte sein. Nee, wird nichts, weil wir müssen noch eine Runde.
Licht. Jetzt haben wir es aber. Nächste Runde übernehmen wir nicht. Schnitzt uns ab. Bevor wir einsetzen können. Und Bosskampf. Hm, und noch nicht. Dann schauen wir mal, wie gut wir es machen. Das muss mir jetzt sehr gut laufen. Nicht da unten kriegt, aber nicht da unten genug. Jetzt setzt er seinen Kampf, seine Kraft an. Das verhindert, dass er gut runter geht. Ja, der macht es total fertig. Aber wir hatten jetzt schon ziemlich weit. Nee, komm, lass mal. Hier schaffen wir es nicht weiter. Aber ja, interessantes Spiel. Könnt ihr euch überstisten. Wenn es euch gefallen hat. Nochmal ein Trailer. Ganz musikalisches Spiel. King Monster. Jo. Oder Fraggles oder so. Keine Ahnung. Jetzt machen wir mal weiter mit einem eventuell gruseligen Spiel. Das ist ein bisschen makaber auch sein könnte. Slay the Princess. Das habe ich gestern schon gesehen. Schon irgendwie nicht, dass das heute mal anspielen will. Dann wird mal Zeit. Gucken wir mal in die Demo von diesem Spiel rein. Diesem, mit der Zeichenstil gefallen. Und Slade Princess. Mal schauen, wie horrorhaft das wird. This is a horror game and it's not intended for our audience. This was on Baxter and warnings. Saint Princess contains flickering image effects. If this poses a half risk to you, you can turn off animations in the preference. That's okay. Das wird vielleicht Jumpscares geben. Dann mache ich hier schon mal durch die Leise. Nochmal Vollscreen. Animation Background lassen wir erstmal on. Okay, schauen wir mal. Könnte schlimm und gruselig werden. Also auf geht's. Chapter 1, The Hero and the Princess.
You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Können wir hier nochmal ein bisschen lauter machen? Sprachentstellen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Na dann. Explore the end of the world. What are you talking about? Have you considered that maybe the only reason she is going to end the world is because she's locked up? Princess seems kind of bad to... Doesn't it... Can someone else do this? Forget it. Okay, so viele Antworten wie die Ketten. Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a... Ich werde es nicht bereuen, wenn ich das zu laut mache, aber... Der geht weiter. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Okay. Ja, aber wie können Don't Prozessen sowas tun? Linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Oh, if only that were the case. But I don't make the rules. I have to say, I'm surprised at your reluctance. Jetzt kann ich einen anderen tun. But unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did. Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Yeah, if you considered the reason when to end, it's because she While worked up. I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Then I guess we'll just have to see what happens. A word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. So sure, go talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them.
Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Okay, wir gehen zur Waldhütte. Auf. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Na dann, die kleine Mutter. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Good. You're still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Jetzt können wir dann gucken. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. But killing someone in cold blood isn't very becoming of us. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. You step forward, okay. Your grip on the blade tightening as you steel your resolve. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Do you hear the conviction in her voice? Do you see the razor sharpness in her gaze? I don't think she's bluffing. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Nee, ja, ich weiß nicht, ob du unarmt ist, unbewaffnet. Vielleicht hat sie riesige Klauen und spitze Zähne. I'm positive. I'm not. But we'll keep our eyes peeled. If she has a weapon, she'll have to draw it before she can use it. Hesitating? Why don't you drop the knife and the two of us can be civilized with each other? Then I'm not talking to you. Okay. You stare at the princess, squinting. She squints back.
The two of you are going to do this forever, aren't you? Yeah, I'm sure. For goodness sake, the two of you can't just stand around like this forever. Eventually, something is going to give, and I highly recommend that you be the one to take the initiative here. Ich weiß ja nicht. Corrupt Blade würde ich sehr, sehr bereuen. Und das andere wahrscheinlich auch. Okay, wenn ich mich nicht entscheiden kann, und das in den Würfel entscheiden. Mein Net 20, mein Roll 20, mein 20-Setting Würfel. Sagen wir unterhalb einer 10 ist Slade Princess, wie das Spiel ja heißt. Wir erfüllen uns Auftrag. Und überhalb der 10 ist The Blade. Gut, das ist eine 17. Kann ich nichts gegen tun. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. Jetzt werden wir sie nicht töten können. Mit der Hand. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. We'll be fine. Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. So here we are. What an awkward start to a relationship. I know. I just said that. Now, why are you here to kill me? Genau, do you know why I am here to kill you? She was just threatening us a second ago. Am I the only one here unnerved by that perfect little laugh? I'll take that as a sign that you're finally coming around to reason. I have no idea. To be honest, I don't even know why I'm down here, or how I got here. I was kind of hoping you might be able to shed some light on the whole situation. Just tell her that. That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Gib mir einen schlimmen Jumpscare. Princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. That doesn't sound right to me, and I don't think it sounds right to you either. Otherwise, we'd be killing each other instead of talking. She has a point. Each other. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this?
She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Like I said, it's all about trust. Blind trust. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Too long. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. She hesitates before answering. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Mm-hmm. Any honorific should do, really. Königin wurde vom König gekürzt. You can't. Don't bother. I'm guessing you don't have the key, then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? She is. I'm sure of it. Okay. Oh, have you decided what to do with me? No, noch nicht. Aber der Würfel wird's vielleicht nicht tun. You know why you're here. I'm getting you out of here with some chains. I'm going to keep you locked away down here. At least for a bit we can get to know each other better while I decide what to do. Okay, jetzt haben wir drei Optionen. Das werden ja immer mehr. Okay, wie teilt man Würfel durch? 20 durch 3. Mhm. 6,6. Okay, ja, das wird. 1 bis 6 ist. I'm going to keep it up here. 6 bis. 7 bis 13 wahrscheinlich. Und die Best bis 20, Slade Princess. 13 bis 20 Slade Princess. Oh, eine 16. Dann müssen wir sie leider slayen. You charge the princess, blade in hand, but unfortunately your earlier suspicions proved correct. A blade of her own slips down her sleeve and catches you in the neck. Blood sprays from the cut, your severed carotid artery painting the princess with strokes of red. You'd better finish your task quickly before you run out of time. With the last bit of your will, you press forward, sinking the blade deep into the princess's heart. Oh. The two of you collapse on the floor together, rapidly bleeding out. Somehow, I thought this would turn out a little differently. But I wonder, do you really think that this was enough to stop me? No, Chamberson. There it is again. That razor-sharp look in her eyes, and the terrifying conviction it's in her words. Jetzt befreit haben mit dem. But you don't have the time to worry over such things. Everything goes black, and you die. Wir sind tot. Ich habe eine zweite Razor. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. Das kennen wir doch schon. A terrible sense of déjà vu. No, you don't have that. This
This is the first time either of us have been here. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Are we sure we don't want to turn around and hightail it out of here? I really don't want to be stabbed to death again. Stabbed to death? Well, you won't have to worry about that. The princess is unarmed. Mm-hmm. Okay, wir nehmen das jetzt nochmal. That's exactly what you told us last time. As soon as we tried to slay her, she just started stabbing us to death. Calm down. I assure you she has no weapons. So there's no reason to fear her. You were made for this job. You'll do just fine. It hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. Like I said, we've just met for the first time, you and I. Warum macht denn der weiter denn nichts? Jetzt ist es mit meinem Training zu tun und auch noch mit zwei Notiz. Und happened, why should I listen to you? Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. We did exactly what you said. Sounds to me like you probably had some kind of elaborate nightmare, in which case I shouldn't be held accountable for what supposedly happened. But congratulations, you've been given a chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. We stabbed the princess stabbed us, and now everyone's right back to where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? Had you failed to slay the princess, what would have happened to everyone in the place you left? Who cares what happened to everyone else? We should do what we can to save ourselves and just get out of here. You do realize that everything and everyone includes you, right? If you turn around and leave, you're dooming yourself as well as everyone else. She just caught us by surprise last time. She can't do that twice. So long as we're careful, we can win this. That's the spirit. Just keep that stiff upper lip, and you'll save the world in no time at all. Okay, wir sind in der ewigen Zeitschleife gefangen. Da gehen wir jetzt mal direkt hin. Oh, warning. Before you go any further. She will lie, she will cheat. It's good to be agreed. Wir machen's mal direkt. Zügen diesmal nicht. The interior of the cabin is a jagged mess of warped wood and broken boards, their splintered edges as uninviting as shattered glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Die Tür schon offen ist, dann ist die ja schon raus. You take the blade from the table. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Okay. Schau mal nicht in den Spiegel. The door to the basement creaks open, revealing what must once have been stairs. The fractured slats look as if they've been torn from their source and violently jammed into the wall. The air seeping up from below has an almost metallic quality to it, like the smell of fresh blood. And you can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. That's right! Scraping! I told you she has something! I told you! That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. I am begging you to get out of your head. Her grating voice carries up the stairs. I hope you've come to rescue me. I've been stuck down here forever. Is something wrong with that voice?
I can hear her bloodlust. Uh-oh. As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. I wonder if she remembers us. Finally, somebody. Quick, get me out of these chains. We're not safe here. We're not falling for it. She's tricking us. Can't you hear that threatening edge to her voice? She just wants us to get close, to let our guard down. Then it'll all happen again. If she sounds threatening, it's because her mask is already slipping. She knows why you're here. You are armed, after all. What are you waiting for? You are here to rescue me, right? Ach du Scheiße. Dreso. Be continued. Thank you for playing. There's 10 routes into one ending to find in the demo, and many more ways to die. Okay, interessant. Hätten sie auch befreien können, dann wär's noch. Ja. Aber one-ending, also es wäre wahrscheinlich immer noch hier. Wir wären immer gestorben. Ah, ja. Ja, ein Beschlüssen natürlich gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, machen wir eine kurze Steam-Pause. Bevor es mit dem nächsten Spiel weitergeht. Mit dem nächsten Demo. Jo. Das war Slate Princess. Kurzpause. Gleich zweiter. Und wird noch spannend in den nächsten Tests, in den nächsten Demos in diesem Stream. Bis gleich. So. Weiter geht's mit einem weiteren Spiel. Gear Detective, das ist a 15-Minute Demo. Of Follow the Meek. Please enjoy and stay tuned for the full experience. Ja, wir spielen das Spiel Follow the Meek. 15 Minuten. Bis auch schon. Got my heart in the clouds despite my fear of heights. What you need to know. Screen items collectibles. Detective Paul Tribble, left button to interact and move the map. Alt und auf Hint, okay. Take this. Detective Evil Practices. Our talking place in the hospital. The patients don't suffer from any mental illnesses. We need to help them. Meet me at the hospital. Dr. Susie. Das Ganze ist hier wirklich handgezeichnet. Gefällt mir. Können wir. Wir sollen Map bewegen. Okay, wir können es in Richtung mal gucken. Da haben wir Ruder. Los, Stein können wir nicht. Können diese Person reden. Truth may be considered
been unaware as a Titan of Max. Und Paddel benutzen. Um die Möwe zu verjagen. Wir sollen wahrscheinlich mit dem Boot fahren. Dort blenden Tuli, kostbar blieben. Okay, ihm fehlen die. Dort blenden Tuli, kostbar blieben. Die Köder. Der Armenian Ill People on both sides of the wall. They should be cured in the hospital, but they believe in the hallucinations. Okay, muss ich noch ein Flash können wir nicht aufheben. Sonne, Mond. Wenn die Sonne zum Mond, also wenn der Mond rauskommt, Mondöffnung und Treppe hochgehen am Gebäude oder was. Hundi. Ach, Schande. Das ist ja merkwürdig. Scheint auch irgendwie zu passen. Okay, dann nehmen wir jetzt eins. Ah, so. The creator exists. I have been preaching my faith and now I have to hide from the doctors. According to my belief, all of this has been orchestrated. Nehmen wir mal die Axt. Okay. Merken die Leute hier. Local News. The World Divided Society. An increasing number of residents are sitting in the big room. At the request of the hospital director. Hier können wir nicht hin. Dann gehen wir mal zum Club. Club-Ticket brauchen wir dafür. Okay, den Baum fällen. Dann können wir über das Ufer. Über den Fluss. Das nächste Ufer.
Some don't believe in the creator, but what if he exists? Tja. I saw a doctor putting something in the mailbox. They claim they built the wall for our safety, but in reality they want to exert even more control over us. Nicht versöhnen. Warning, the three-eyed may appear in the neighborhood at night. Aha. Ein Schild mit einer Leuchte drauf. Ein Club-Ticket aus dem Müll gefischt. Das kann ja kein so beliebter Club sein. I'm looking on a transfer that will free us all from here. We will be needed to activate it. I'm waiting at the hospital. My friends will help to get inside. Hate out of my friends, the hospital. Susie. Okay, das Hospital sehen wir hier aber noch nicht. Ich habe nur einen Schraubendreher. If you see him, call the hospital. Aha. Oha. Moment. Warum nimmt es immer auf Toilette zu gehen? Okay, da kommen wir nicht durch. Schlüssel. Was, wenn wir nach draußen gehen wollen? Also hier. Wir finden eine Zwiebel. Ist das Menü? Okay, es gibt es auf Englisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch und nicht auf Deutsch. Hier gehen wir mal drüber, eine ID für. Joa. Rotschraubendreher für. Was übersehen wird, wenn wir hier ein ID für. Was können wir denn mit dem Ding hier anfangen? Yeah.
Ja. Können wir nicht rein? Anrufen können wir auch keinen. Also können wir. Gar nichts machen. Hinweise sind jetzt auch nicht so sehr hilfreich. Wir richten hier ein paar Hotspots auf. Auf Stellen, wo schon Wesen sind. Ah, hier. Jetzt sieht er dann gut. Schon sind wir drin. Oh, eine Münze. Have some rules, I may have had a few beers, but I can still see clearly. Get your sticky hands off my coin or... I'll smack you with this mug. Okay. Wir haben eine Münze. Mit der Münze könnten wir jetzt was könnten wir da machen? Wofür war die Münze gut? Ich habe es schon wieder vergessen. Er braucht Würmer. Sehr heiß hier drüben. Ist vielleicht auch heute ein heißer Tag. Was mit so ich kann doch nicht denken. Wo war das? Für die Toilette brauchen wir eine Münze. Das WC. Ah, hier haben wir einen Schraubenzieher.
Schraubenzieher braucht nur für was anderes. Wenn nicht. I, Würmer. Aus dem Wasserhahn. Ach, als ob die einfach isst. Ein ID und eine Handvoll Kotze. Mit der ID können wir doch jetzt hier rüber. Komm zur Hölle, hat er seine ID verschluckt. Follow the meaning. Thank you for playing the demo. Please stay tuned for updates. Ja, das war doch. Das war eine interessante kleine Demo. Ja, keine Ahnung, was das war. Von den Zeichenstil, der hat mir sehr gut gefallen. Ist ja aufwendig. Das ist mal was anderes. Machen. So, als nächstes spielen wir hier okay, das spielen wir nicht. Suchen wir noch ein anderes Spiel für gleich raus. Das geht auf irgendeinem Grund nicht. Das kann ich aus irgendeinem Grund nicht spielen. Und was haben wir denn? Finden wir hier vielleicht nochmal was, was wir schnell spielen können? Auf Steam. Müssen wir dann auch noch wieder runterladen. Follow the Meaning haben wir gespielt hier. Es ist blöd, wenn dann so ein Plan immer zerstört wird. Taktik. Ich habe jetzt immer keine Demos von. Kann ich nicht mal gucken, wo es Demos gibt, dass man da mal nach Demo filtert. Leider nicht. Auf der Gamescom Shop-Seite gibt's hier. Da kann man nach Demos filtern. Vielleicht finden wir hier auf die Schnelle noch was. Heavy Cargo. So. King is watching. Stunt Paradise. Ein kleiner Ego-Shooter. Dance Mimic. Bisschen cyberpunkig aus. Schon so ein bisschen. Ja, nee, das mal.
Haben wir noch irgendwas halbwegs Chilliges? Das ist doch etwas sehr Chilliges. Dafür, das war hier das andere war ja auch was so ein Farming-Simulator, was wir spielen würden. Da spielen jetzt das sieht doch sehr süß aus. Urban Jungle. Das ist doch super. Chapter 1, my first plant. Well done, sweetie. You finally started studying. Congratulations on your first A. It's your first A this year. And it's a gift, that's your first house plant. Keep pushing forward and I'll buy you more. Plants are out on my side of the room. Stick out tongue to a border and start placing plants. Yep. Ja. Geschwister. Find teddy bear. Take lamp. And turn it on. Okay. So, schöne Pflanze können wir doch mal hier neben dem Fernseher stellen. Die Kaktus hier aufs. Plant, picking it with left button. Okay, get down left points to where you plant. Hätte die Wärme gefunden. Hier haben wir die hinstellen. Ich muss eigentlich ins Bett. Passt da nicht hin. Das ist aber irgendwie hin. Stimmt doch da gut. Das soll hier stehen. Okay, ist das Problem, wenn wir ohne Controller spielen. To middle fire and turn it on. Oh nein. Plate cup und das kein Zugspiel. Thank you.
Aufräumsimulator. Das Kind von einem Plant. Neuer Campus. Wieder mit der kleinen Bild drauf. Sehr schön. Das passt doch hier hin. Bettdeck jetzt. Das kennt das und das wie. Süß. Skins kaufen für die Pflanzen. Sieht doch gut aus. Schön pink. Oh, das muss ich auf die Boden. Take one with blue and ear. Oh ja, die müssen wir, können wir uns nicht leisten. Und hier können wir uns leisten. Und mein Kaktus. Sehr viele Pflanzen. Wenn ich Platz hier bin. Okay. Joa, süßes kleines Spielchen. Nicht besonders spannend, aber... so für einen cozy kleinen Zeitvertreib. Ich habe hier in der Indie-Arena noch ein Rennspiel gesehen, das können wir das noch dazwischen werfen. Mehrere sogar. Vote Lake. Drive Run. Das sieht doch gut aus. Dafür ein Thema gibt es hier natürlich. Es dauert ein bisschen. He never does. I said left square and he just went straight over the broken bridge. Like I'm not even. Oh.
First time? Huh? Neptune into Rock House! We've scored several castles. That was poetry in motion. Let's wear. Clean as a whistle. Right one, into left one. Na toll. Und die Fliege verschluckt. Da hat sich eine Fliege in meinem Kaffee einfach ertränkt. Geht. Wollte kein Fleisch in meinem Kaffee. Ach, so nächste Demo. Machen wir ein bisschen Brave Reggae. Hashtag Drive Runny. Danach spielen wir zum Schluss noch ein kleines keine Ahnung, was das Spiel ist, der auf dem mein Discord so, dass da dort wurde ja das den Berlin Simulator genannt. Schnelles Rennen. Also können wir uns das Auto aussuchen. Und bin dann richtig. Aha. Okay. Okay, wir können das hier. Gewichtsbeschleunigung. Das ging auch noch raus. Yeeha! Let's giddy up and go! Left. Right three. Left square. Das ist meine. Right two. Left two. Left one. Meine Autofahrer. Skills. Sind bekanntlich. So wie wir aus Saints Row und Cyberpunk kennen. Ich verliere jedes Rennen. Left two. Right two. Left square. Left two. We're off-roaded and it's costing us.
Solid work, partner. Not top of the balloon, but we're still standing. Ja. Und plus 100 Dollar, okay. Auf Platz 12, wie zum Geier. Jetzt wäre es überhaupt auf die besten Liste der Platz geschafft. Wo steht der Preis? Ne, das können wir uns nicht leisten. Lass mal noch eine Runde fahren. Welchen Weg gefunden haben, das auszutricksen. Weil ich mich dann mit dem Auto hergestellt habe und dann die Computerfahrzeuge einfach im Stau verfangen habe. Und bequem allein ins Ziel. Mit seinem Ziel. Schnapp acht die Maus, nicht so runter. Unfair gewonnen.
right two. Left two. Left three. Just another prairie dog in the pack, but we'll step up next time. Naja. Wie können wir jetzt das neu kaufen? 5000 können wir daneben nicht kriegen. Den kann ich doch 20.000 machen. Oh Gott, haben wir noch Ewigkeiten beschäftigt. Da müssen wir ja Erster werden und so. Jetzt noch ein zweites Stück. Das ist die letzte Strecke, die in der Demo verfügbar ist. Dann machen wir die nochmal. Haben wir alle drei Strecken ausprobiert, die die Demo zu bieten hatte. Let's kick up some dust and race like outlaws. Tempo. Left one. Left. Nicht vom Gas runter. Wir müssen auch irgendwie auf der Strecke bleiben. Wir müssen viel anfahren. Right one. Mehr Abzüge. Left two. Right three. Left two. Left one. Let's load us down, partner. Das sollte nicht passieren. Left one. Komplette Blamage. Ich glaube, das Autofahren lerne ich nicht mehr. Auch wenn ich im Video stehe. Right one. Right square. We're moving slower than a dust storm in July. Right square. Left two. Eyes on the road. We're not herding cattle here. We're not herding cattle here. Left two. Right one. Ich dachte, da geht's weiter. Verdammt. Da war die Straße. Left three. Mit der hinterletzter Zwölfte. Left three. Left three. Right one. Left two. Right two. Right three. Left two. Right three. Right two. Left two. Wir sind jetzt rechts und links. Right one. Left three. Right three. Left three. Left two. Left one. We're moving slower than a tortoise in molasses. Die Kommentare auf dem Boxentyp. Right two. Left. We're bashing around like a pair of old boots. So konzentriert. Right square. Right three. Right three. Left square. Drifting off like that is as bad as a dust storm. Left two. Dann muss ich kurz mal ganz left kurz three. Und die wäre das mit. Left three.
right three. Left three, this ain't a Wild West rodeo. We're off-roading and it's tough. Right square. Right two. Left two. Left three. Ich habe für Leute, die auf Rennschuhe stehen, also so ist die Landschaft, ist meine. Vielleicht, wenn es dann irgendwann noch ein Versus Move gibt, wo man dann mit anderen Fahrern spielen kann. Und das wird ganz lustig werden. Wenn so alleine durch die Pampa fahren, ist jetzt nicht so wirklich. Der Fahrer hat hier mitfahren, die man überholen muss. Das ist dann lustig. Left two. Das ist jetzt so. Right two. Nur Zeiten, die besten musst du überbieten. Left three. Weiß ich nicht. Left two. Da wird ein right two. Yeah. Left one. Mit Verzug zu. That ain't the way. Left two. Aber der hat ein bisschen Umfang. Left three. Right one. Left three. Right two. Rechts, zwei, da links, drei. We finished like a coyote in the middle of the pack. Ja. Holz war auf dem ersten Platz. Team Northern Knights. Okay, ja. Hashtag Drive-In. Ja. Ich glaube, im Autofahren wird das nichts mehr bei mir. Und wenn ich fahren. Ich versuche es mal hier als Türsteher. Bei Techno-Banzer. Und noch rein. Das letzte Spiel des Abends. Haben heute vieles, ein paar kürzere gespielt. Wir wollten ein bisschen früher fertig. Aber ist auch okay so. Muss man nicht bis Mitternacht spielen. Ach, gefördert durch. Das war ein deutsches Spiel. Techno Banter. Also, wie ich sie gesehen habe, sind viele Türsteher und müssen nur ein bisschen gucken, zwar die Leute zu aufpassen, wer in den Club reinkommt. Die nicht reingehören, das war die draußen halten. Start Options Next. Exit. Options. Language, da geht doch in Deutsch. Okay, machen wir die Lautstärke ein bisschen. Seht schon Senioren. Okay, schauen wir mal rein. Willkommen zur Demo-Version von Techno Banter. Slate. Ladezeiten.
mit Hartzeiten. Aber auch ein gutes Zeichen, dass gleich losgeht. Joa. Und sonst so. Wird das heute noch was? Mode spielt auch Technobandunternehmung. Kommen wir gemeinsam. Spielen wir gemeinsam gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch spiele, weil scheint nicht zu laufen. Ah, verdammt. Oh, Menno. Mit der Maustaste drücken. Ich habe es gerade noch mal beendet, weil es nicht losging. Oder habe ich da stand da irgendwas, drücke ich die Maustaste oder so? Hab ich nicht gesehen. Habe ich irgendwas im Bildschirm übersehen, was sehr offensichtlich war und ich dann einfach zu blöd was zu sehen. Okay. Drücken wir nochmal auf Start. Willkommen zur Demo-Version von Technobante. Ach, ich bin blöd. Ich hätte einfach nur. Okay, das ist ein. Ich denke, das Lädchen spielt irgendwas von einer Katze. Ne? Okay, das war's für heute. Ich bin raus. Modi, willst du in Weiß kommen und das Spiel von Bildschirm runter und du übernimmst das einfach. Du spielst das einfach für mich. Das ist dann einfach, das dann ich bin immer raus und du übernimmst jetzt das den Rest des Streams. Du kommentierst jetzt einfach. Ich meine, es ist einfach. Das ist eindeutig ein Nadelbalken. Ich warte hier und es. Alter. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann. Ich bitte, die Peinlichkeit ist jetzt drin. Das war's für heute. Danke, ciao. Nee, Spaß, geht noch weiter. Du wirst jetzt gleich in deine Wohnung aufwachen. Und dann zu dem Club gehen, in dem du arbeitest. Einfach die Maustaste, ich bin zu blöd und so sieht ein Ladescreen aus, sorry. Ich warte hier, gleich geht's los.
Nacht 1, Neuanfang. Komm, ist nicht nur meine Schuld. Es ist heiß, also es ist, ich bin. Die letzten Nächte schlecht geschlafen, ich bin. Es ist, ja. Es sind mehrere Faktoren. Die Nachrichten. Und du kriegst nur die Nachrichtenkanal. Willst du den Nachrichten schauen? Glotzen. Broadcast approved. Und wir kommen zu den BAD-News. Ja. Das ist aufgemacht, unseren Zuschauern. 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr. Zu zeigen, dass das Tier am keinen Weise gut ist. Hab genug gesehen. Nachrichten. Okay. Wir wohnen sehr weit oben. In einem ziemlich dicken Apartment. Kühlschrank enthält nur diesen alten Kühlschrankgeruch. Oh, und eine alte Zwiebel im Hinterfach. Du weißt nicht, woher die kommt. Nimm die Zwiebel. Vielleicht brauche ich die irgendwo, denkst du, idiotischerweise, als du die Zwiebel einsteckst. Okay, wir haben Schlüssel, wir haben Zuckerschott. Nein, das stinkt. Alte Zwiebel und Zaster. 34 Euro, es gibt nicht alles auf einem Haus. Eine alte Zwiebel, komischerweise hast du sie mitgenommen. Betrag 1. Die Schlüssel zu deiner Wohnung verlieren nicht. Und das ist wohl mein Charakter, den ich spiele. Noch aufs Klo gehen. Die Störung ist ein bisschen. Willst du die Türstil-Geruchsanweisung lesen? Ja, ich weiß, was ich tue. Nochmal duschen, bevor es losgeht. Okay. Wen haben wir denn hier? Mann, Kapuze. Der Mann tritt hart gegen die Tür. Ach was. Was machst du denn da? Ui, du siehst mir nur so aus wie der, den ich brauche. Geh mir mal kurz zur Hand oder zum Fuß. Kannst du die Tür hier aufbrechen? Sachen zerstören voll mein Ding. Kommst mir wie der richtige Freund, das aufzukriegen. Und liebe deinen Nachbarn. Du denn Schlimmstes. Ich drohe der Tür. Ich mache Feuerholz aus dir. Das hat nichts gebracht. Nochmal. Ich mache Feuerholz aus dir. Nichts gebracht. Nochmal. Nimm dies. Denn Fäuste sind nicht hart genug, um die Tür aufzubrechen. Das hat nichts gebracht. Schlange stattdessen ihn. Nun, er tritt die Tür. Du kannst dein Knie nicht mehr hoch genug heben, um irgendwas zu treten. Du kannst dir den Jahren des Arbeiten im Stehen dafür bedanken. Ist sehr stabil, gib auf, droht der Tür, schlacht es ihn immer. Tritt die Tür, kenne ich nicht. Die Tür ist hier nicht das Problem. Statt ihm zu helfen, hast du ihn brutal niedergeschlagen. Quest irgendwie erfolgreich, liebe deinen Nachbarn. Das ist irgendwie falsch, fast das gleiche, oder? Benutzt. Aufzugknopf.
Rainbow Drive. Du bist zum Rainbow Drive gelaufen. Und wen haben wir denn hier? Maskierter Mann. Was guckst du so? Nimm dich an. Faktisch korrekt. Na gut. Servus. Du schaust mir nicht wie Fausti aus. Fausti. Wir haben ja so Riesen um unsere Sammelheit. Aber was so ist, so kann ich dir helfen. Das ist nicht der Berlin-Simulator, das ist der München-Simulator, wie es ausschaut. Betrachten. Dieter scheint ziemlich nett zu sein. Für den Besitzer eines Kinky-Clubs. Okay, das ist vielleicht doch Benny. Vielleicht kommt die dunkle Seite erst durch seine Ledermaske zum Vorschein. Es ist definitiv Berlin. Ja, so schaut's aus. Was? Wie konnte er das wissen? Ich kann deine Gedanken lesen und ja, Gescheitsbefehl haben wir auch. War nett, dich kennenzulernen. Ja, Fralle krumms wieder, wenn es bereit fürs Faust bist. Go home. Na. Gehen wir zu weit und reden dann vorher mit jemandem. Ishmael. Bevor du auch nur etwas sagen kannst, erzählt er den Anfang einer Geschichte. Als ich vor ein paar Jahren. Ohne Belang, wie lange genau her, wenig oder gar kein Geld im Beutel hatte und mich an Land nichts Besonderes reizte, dachte ich, ich wollte ein wenig herumsegeln und den wässrigen Teil der Erde besehen. Moment, wo war ich stehen geblieben? Er scheint den Faden verloren zu haben. Betrunkenes Mädel. Cheers. Manchmal sollte eine Überraschung sein, wo man morgens aufwacht. Prost. Cheers. Dieser Ort bietet die schlechten Getränke. Ich sorge für die schlechten Lebensentscheidungen. Prost. Cheers. Manchmal sollte es eine Überraschung sein, wo man morgens aufwacht. Ups, meine Maus ist zu sensibel eingestellt. Willst du die Bigfoot-Kantine betreten? Na, ich muss zur Arbeit. Mit dem alten Knacker können wir noch reden. Ein alter Mann schaukelte langsam vor sich hin. Er weiß jetzt, dass ich nie viel gebraucht habe. Und glücklich zu sein. Der Geschmack eines harten, billigen Getränks. Der schierende Blick von jemandem, wenn er über meine Witze lacht. Das sind immer die kleinen Dinge im Leben. Weißt du, was ich meine, mein Sohn? Ich muss zur Arbeit. Weißt du, ich hätte dich nicht für so einen Lutscher gehalten. Wie manchen Leuten frage ich mich, ob sie wirklich jemals gelebt haben. Schuldschein. Oha. Warum habe ich dich wohl heute hier herbestellt? Herbestellt, ich bin einfach nur zum Auto gelaufen. Herbestellt. Exakt, so mache ich das. Du beschreibst meine Technik aufs Kloster. Für ein ungeübtes Auge sehen die Methoden eines Profis leichter aus. Ich will eine Nachricht schicken. Und du wirst mein Botenjunge sein. Der Empfänger ist ein bestimmter Mann. Er wird heute zu dem Club kommen, für den du arbeitest.
Er ist leicht zu erkennen, da er immer einen T-Shirt mit niedrigen Tieren trägt. Wie lässt du ihn um die Ecke bringst? Ich meine, weg von der Schlange, schick ihn nach Hause. Sag ihm den folgenden Satz, wenn du ihn weißt. Sieht so aus, als hat Ines doch recht behalten. Was ist denn eine Mission? Okay. Ein seltsamer Typ. End ist mir. Noch 4 Tage, dann endet die Welt, Leute. Es wird bald geschehen. Scheint nicht wirklich zu glauben, dass die Welt untergeht. Wie wird die Welt untergehen? Und wir werden von einem Asteroiden getroffen. Wir werden irgendwann. Warum wird die Welt untergehen? Wir werden von einem Asteroiden getroffen werden, irgendwann. Etwas stimmt hier nicht. Die Antwort passt nicht wirklich zu meiner Frage. Und sie ändert das, die Geschichte jedes Mal. Wann wird die Welt untergehen? Künstliche Intelligenz wird die Macht übernehmen eines Tages. Und das stimmt nicht. Eine Bombe wird von einer verrückten Sekte platziert, das kann jederzeit passieren. Ah, ja. Verhöre sie. Stimmt was nicht. Was meinst du? Du beendest deine Geschichte ständig. Das Ende der Welt kann viele Formen haben. Ich schätze, das stimmt. Vor dem Ende ein paar Dinge erledigen. Und was ist mit dem hier los? Futuristischer Mann. Hallo, junger Mann. Ich habe nicht viel Zeit, oder eigentlich zu viel Zeit. Es ist kompliziert. Vor allem, wenn man hinter das Konstrukt der Zeit sehen kann. Keine Sorge, ich bin nicht verrückt. Nur ein Zeitreisender. Ach, die gibt's, da gibt's viele von in Berlin. Wie kann ich dir... Was soll ich sagen? Cooles Outfit, was für ein Material ist das? Das ist ein super spezielles Material. Aber ich darf nichts dazu erzählen, es würde das Raumzeitkontinuum zerstören. Also Leder. Stell dir Leder von einem Weltraumkuh vor. Mehr darf ich nicht sagen. Was soll ich sagen? Was willst du mit Zukunft erzählen? Hängt von der Frage ab. Wird es jemals einen weiteren guten Feudelwars-Film geben? Nicht wirklich, aber es wird fantastische Spiele geben und eine sehr gute Serie. Eine Frage beantwortet. Das war das einzig Wichtige. Guten Abend. Du siehst frisch aus, Junge. Lass mal anfangen, Goethe zu scheffeln. Los geht's. Quest erfolgreich. Geh zur Arbeit. Das will ich hören. Sieht aus, als hättest du... Als hattest du keine Zeit fürs Abendessen. Okay, hier ist der Plan. Um ganz nach oben zu kommen, müssen wir die Qualität unserer Partys steigern. Und wie immer musst du alle abweisen, die eine Red Flag auslösen. Wenn die Gäste ankommen, gebe ich dir noch mal ein paar Kurztipps. Aber willst du noch mal auf die schnelle Version hören? Nee, komm, beruf das losgehen. Nee. Los geht's, mein Junge. Zeit zum Arbeiten. Schlange 1.
Man mit Unknown Pleasure T-Shirt. Soll man reinlassen oder? Das ist Unknown Pleasure. Ja, abweisen. So, jetzt bringen wir dich aufs Vordermann raus. Zähl dich noch was dazu, wir brauchen dein Bestes. Find mal raus, ob der Typ hier zur Party passt oder nicht. Was passiert hier? Redet ihr über mich? Los, Junge. Test ihn, mach deinen Job. Betrachten. Was hat dich heute hierher gebracht? Lass mich so sagen. Okay. Red Flags. Ablehnen, wenn ein Gast zu betrunken ist, um Gelände zu kaufen, Getränke zu kaufen, aggressiv ist, uninteressiert ist, sich wie eine Prinzessin verhält, ihr Geld verdienen will, ungewaschen ist, außerdem keine Creeps, keine Kids, keine Haustiere, keine Verkäufe, keine lieblosen Gegenstände, kein Pleitegeier, keine blauen Jeans. Ich bin ein waschechter Connoisseur der Musik. Ganz ehrlich, dieser elektronische Kram, das ist nicht mein Ding. Manchmal muss man das weniger Gute geben, um das wirklich Gute zu schätzen. Musikfan, aber der kennt während uns noch einen Elektroclub, also. Musik. Mechanischer Gaumenreiniger, nicht das, was du davon verstehst. Sagst du keine schwere Wahl? Nein, eine andere Wahl. Was oder hört? Gut, weil ich mein desinteressiert nichts kann ruiniert die Art. Was redet ihr da? Das ist unglaublich unhöflich. Er ist doch pleite oder nah dran, ich fühle es. Er kennt mich doch gar nicht. Er will nicht gehen, Junge. Mach dich bereit für einen verbalen Kampf. Denk daran, wenn er dich beleidigt, dann schlag mit einem verbalen Konter zurück. Deine Antwort muss auf die Beleidigung passen. Es gibt nur eine korrekte Antwort. Und sei schnell. Auch die beste Erwiderung verliert die Kraft nach ein paar Momenten. So, glaub ich, inkompetent. Ich kenne ein paar Crackheads, die besseren Job machen würden. Gut zu hören, dass du noch mit beiden deinen Eltern in Kontakt bist. Was? Meine Eltern? Die meinte ich nicht. Aber lass mich nicht rumschubsen, ich bleibe. Bist du die Kraft, Junge? Jede erfolgreiche Erwiderung wird dein Hype-Level aufladen. Je höher dein Hype, desto stärker werden deine Kräfte. So, jetzt bist du dran. Ermutige ihn, nach Hause zu schicken. Eine Entmutigung. Auf deinem Schild steht Unknown Pleasures. Es ist passend, da dieser Club für dich eine unbekannte Freude werden wird. Wieso nur? 2 gegen 1 ist unfähig hier. Abgewiesen. Wunderbar, ich hoffe, alles ist jetzt wieder klar. Jetzt mach die Arbeit, für die ich dich bezahle. Um die Zeit zu arbeiten. Ich hab Lust zu tanzen. Lässt du mich rein? Wie alt ist die? 13? Hier.
hier bin, um Spaß zu haben. Liebe Tanzen ist voll mein Drink. Von ihr strahlt in pure positive Energie aus. Sie sieht aber noch aus wie ein Kind. Ich ist auch noch klein für sich. Ich meine, Ausweis kontrollieren können wir nicht. Eine positive Energie. Nein, komm. Akzeptiert. Nehme ich dir. Mutiger Mann. Hallöchen. Bin ich, um ein bisschen Spaß zu haben. Ein Biest für mich überhaupt aus. Nur Spaß. Keine Sorge. Nicht wirklich. Du fühlst deinen Bruder noch gut unter der Oberfläche. Na, den du das mag. Das können wir nicht gebrauchen. Damit du hältst woanders mehr Spaß. Das gibt's nicht. Pass lieber auf. Ich werf dich weg wie eine schlechte Angewohnheit. Willst, geh nach Hause und zieh in den Spiegel. Verletzt durch Worte. Einfach. Okay, du hast mich erwischt, geh rein. Was? Ich hab mich auf den richtigen Weg gebracht, stimmt's? Trottel. Akzeptiert? Was? Warum nein? Ach du Scheiße. Gibt doch Ärger. Wurde besiegt. Und der macht ihr gerne tun. Hast du eine passende Nacht für unser erstes Treffen? Willst du wirklich die Person sein, für die ich dich halte? Mhm. Mehr auf der Suche nach einem, der sieht. Hochgewachsene Frau mit Kapuze und leeren Augen. Riecht nach Regen und Kokosnüssen. Betrachten Pflegeschlagen. Ja. So, das wird heute nichts. Ich bin gekommen, um an der Party teilzuhaben. Wohl gesagt, ich würde eine wichtige Person in dieser Straße treffen. Eine Person mit der Fähigkeit, andere wirklich zu sehen. Bist du diese Person? Ich bin ganz sicher nicht der, den du suchst. Bist du dir ganz sicher? Der wirkt enttäuscht. 100% sicher. So ist, danke ich wohl falsch. Ich hoffe, die deine Selbstsicherheit wird in Zukunft noch von Nutzen sein. Fröhlich, irgendwie läuft's. Lässt mich rein. Gut drauf. Ist einfach zu tanzen. Mir dreht sich alles ums Große, um Grooves und Beats. Welche DJ spielt heute? Weißt du, welche DJ er da auflegt? Na klar. Shogis. Ich liebe seine Sets. Das letzte Mal, dass er auflegt hat, habe ich bis morgens getanzt. Sieht doch gut aus. Das heißt nicht viel, aber er hat recht. Na komm, reinlassen. Eine schöne Zeit. Okay, der tut.
Sei grüßt, Fremder. Ich kam, um meine wichtige Angelegenheit mit deinem Chef zu besprechen. Willst du mit meiner Chefin sprechen? Warum? Das hätte ich dir gerne. Ich bin Uli, der Alleinunterhalter. Der zweitberühmteste Schauspieler, Musiker, politische Schlüsselfigur meines Mutterlandes. Singen, tanzen, Witz erzählen, Politik betreiben und ich kann alles. Ich bin hier, um Alleinunterhalter von diesem Nachtclub zu werden. Der ist hier, um und seinen Service anzudrehen, ein Verkäufer. Dann müssen wir abweisen. Zieh mich durch und ich muss das mit deinen Chefin besprechen. Sorry, keine Verkäufer erlaubt. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe ein wichtiges Angebot für deine Chefetage. Lass mich durch, wenn dir dein Laden liegt. Kein Verkäufer kommt tagsüber wieder. Du bist nicht bei Trost. Wenn ich nur einen Moment mit deinem Chef reden könnte. Ohne auf jeden Fall einen Kurztest deiner Fähigkeiten. Was machst du, wenn dich jemand anschreit oder du wirst beschimpft? Ich schalte meine Ohren auf taub. Beschütze meinen Kopf und schalte meine Ohren auf taub. Das darf fast jemand. Weich den Beschimpfungen mental aus. Und wenn sie mental verbraucht sind, lässt du sie es spüren. Ihr emotionaler Ausbruch wird ihnen peinlich sein, wenn er dir den drauf macht. Und zurück in die Arbeit. Das war deine Chefin. Ich habe noch nie so sehr für jemanden arbeiten wollen für sie. Welche Kraft, welche Feuer, welche Zähheit. Geh zur Seite, du hast sie nicht verdient. Keine Verkäufer. Wagst es mich so zu behandeln? Ich bin der zweitgrößte Unterhalter des ganzen Ostblocks. Bereite dich vor den Ausbruch zu innen. Weg dich mit den Richtungstasten, benutze den Sprintknopf, um zu dashen. Richtungstasten. Beleidigungslawine. Achso, die Richtungstasten hier. Wer ist hier? Auf den Pfeiltasten. Es hat dich getroffen, du verdienst das. Lässt durch Worte. Du wurdest getroffen. Du hast mich erwischt. Geh rein. Was bin ich für ein schlechter Türsteher? Hat zwar eine Weile gedauert, aber hast die richtige Entscheidung getroffen. Trottel. Ich werde hier heute noch gefeuert. Wir haben schon zwei Trottel hier reingelassen. Junge Mann und Panda-Shirt, den sollen wir für den Tontiner aufweisen. Nee, das geht. Ich bin hier, um ein bisschen Spaß zu haben. Aber jetzt gucken wir uns den an. Ich lasse nur die Red Flags rein, Leute. Ich bin hier, um etwas zu feiern. Ich habe mir extra meine spezielle Fumme angezogen. Da meint er ein berühmtes Bier-T-Shirt. Von Single bis ich jemanden um Single. Oh Gott. Aufweisen tut mir leid, einander mal. Du sollst dich schämen. Ich hab den das auch gleich rein. Ich hab hier was Feines für dich. Hast du denn schon das schon mal gehört? Was ist der Unterschied zwischen einem Türsteher und einem großen Fatcat-Bürgermenü? Fatcat-Bürgermenü kann ein Dreckgefühl von mir ernähren. Okay, der ist gut.
Heute Abend brauchen wir etwas, das nur du bieten kannst, deine Abwesenheit. Was du sagst, macht keinen Sinn. Der Witz war wohl zu gut. Du wurdest erwischt. Du wurdest getroffen. Okay, du hast mich erwischt. Geh rein. Nimmst ihn gerade zu, dass er einen Anfang trottelt. Ja, sag ich, lass hier heute nur die Redflex rein. Vom schwarzen Geld. Na komm, geh rein. Es ist scheißegal, ich habe hier so viele reingelassen schon. Das suchen wir gar nicht mal. Wie juckt's? Dann nehme ich ihn. Muss heute einfach kommen. Lass mich die BPM spüren. Sorry, das wird heute nichts. Echt jetzt? Habe ich etwas falsch gesagt? Bist du sicher? Und ich sage, meine ich es auch. Och nee, ich hatte mich so gut drauf gefreut. Und außer als ob ich heute woanders hingehen muss. Hab Erbarmen, ich hau ab. Hm, okay. Was ist er denn? Mein Anzug. Ich grüße dich. Bist du nicht rein? Ich bin einfach zum Chillen gekommen. Weißt schon, an der Bar entspannen, die Musik genießen, mir ein paar Drinks gönnen, vielleicht ein bisschen tanzen. Er ist angezogen, als ob er einige Drinks sich leisten könnte. Schicke Zwirn, maßgeschneidert. Ich komme direkt von der Arbeit. Alle tragen das da so. Ich musste bis eben arbeiten und wollte nicht nochmal nach Hause. Sorry, ich hätte aber etwas Entspannteres tragen sollen. Mit nicht unpassend angezogen. Na, der darf rein. Aber es ist Chaos da drin, da sind schon alle Redflex drin. Und Verkäufer, der Alleinunterhalter. Kultanhänger. Unsere Zeit begrenzt ist, werden wir dich nicht lange aufhalten. Benötige deine Hilfe. Du hättest uns raus und verbieten, gutes Geschwender. Bin schon genügend da drin. Sind aus einem dringlichen Grund gekommen. Ein Teil von uns ist in diesem Establishment gefangen. Eine junge Frau, rothaarig, zurückhaltend, mit traurigen Augen. Die Beschreibung erinnert an Anna. Sie hilft im Club aus. Warum suchen die nach ihr? Und woher willst du wissen, was dir davon ist? Mit allein, wir sind überall präsent. Wir fühlen jeden Teil von uns. Komischer Kultanhänger. Müssen wir da mal drauf gucken? Momentan spüren wir den Fürst von einer von uns. Wir sind uns sicher, dass wir in den Räumlichkeiten sind. Ich lasse euch nicht hier drumherum schnuppeln. Geht mal woanders suchen. Da wir Orte der irdischen Freuden vermeiden, meinen Betreten hier nur unser Vorhaben. Sag ihr einfach, dass sie rauskommen soll. Sie muss wieder Teil des Ganzen werden. Ah, okay. Warst du nicht schon mal hier? Wurde ich nicht schon mal rausgeschmissen? Du wärst nicht los. Mach dich bereit, jetzt gibt es 1 gegen 1. Es endet, wie es angefangen hat. So soll es sein. Ah, ich sehe Angst in deinen Augen, jetzt wo du mir Nein gegenüberstehst. Was zum... Was soll das? Erst an der Schlange, ich Glückspilz. Das war die Angst in meiner Augen. Enorme Jeep. Oh, wartest du? Öffne die verdammte Türsteher. Gefährlich. Ach was. Er hat gerade den Gast vor ihm brutal aus dem Weg geräumt. Er scheint bereit zu sein, alles zu tun. Es fällt dir aber auch auf, dass dein Augenkontakt schwach ist.
wie viel Wahnsinn gerade brauchst du noch, dass du so öffnen die Tür. Dann war die Schlange fast fertig, verdammt. Ich bin sowas von tot. Sorry, aber ich glaube, du hättest woanders mehr Spaß. Was machst du, Witze? Du hast gesehen, was mit dem letzten passiert ist, der mir im Weg war. Du müsstest dein Schicksal teilen. Na, Angst vor ihm. Ab und akzeptiere die Konsequenzen. Denkst du, ich lasse dich rein, nachdem was du ihm gemacht hast? Denkst du, lass dich rein, nachdem du traust dich nicht, meinen Weg zu stehen. Ich gebe dir letzte Chance, das Richtige zu machen. Ich zähle jetzt bis drei, bis dann hast du die Tür öffnet. Eins. Zu ziehen. Wir wissen beide, dass du ihm nichts machst. Was? Sein Ende ist Einschüchterung zu extrem schlagen. Er macht sich so von über mich lustig. Das ist mir zu viel. Er konnte sich vor den Beleidigungen nicht erholen. Er hat Sprache verschlagen. Jetzt bist du nicht mehr so ein harter Kerl, was? Stellt meine Härte in Frage. Ich fühle mich sogar erniedrigt. Ihm hat's die Sprache verschlagen. Du wirst dir etwas Stärkeres brauchen, um ihn zu besiegen. Ich wusste, dass du nichts als ein gewöhnlicher Buddy bist. Wurde gewöhnlich genannt. Was könnte beleidigender sein? Und hat die Sprache verschlagen. Du bist etwas Stärkeres, um zu besiegen. Ich gebe nicht mal mehr Mühe hier, das ist zu einfach. Stehen da hinten für eine leichte Beute. Das könnte beleidigender sein. Sprache verschlagen. Neu lernen, schnell bemerken. Zeit, die Wahrheit nicht zu bringen. Die Wahrheit ist. Das durch Angst. Vor Leuten. Das. Brutalität und die einzige Intimität ist, die du aushalten kannst. Deine Fertigkeit freigeschaltet, schneidige Bewerbung. Fühlt sich an, als könntest du endlich etwas Rost abschütteln. Was ist gerade passiert? Ich muss einiges in meinem Leben überdenken. Die schlimmste Trachtprügel meines Lebens. Diese Begegnung ist nie passiert. Level up. Das ist Level 2. Was nun? Tür geschlossen lassen, reingehen. Dann fertig mit der Schlange. Zeit reinzugehen und sehen, wie die Party läuft. Grausam. Du bist der Club. Party 1. Ich rede mit Gamfi in ihrem Büro. Hey Nil. Hey Anna. Ist alles okay bei dir? Scheint so, als sind ein paar üble Gestalten hinter dir her. Weißt du nicht, ich würde dir vielleicht davon erzählen. Du spielst gerade nur die Demo-Version. Sorry, wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Verständlich, sorry, ich muss los. Alles klar.
Ja, macht die Ärger. Musst du abgelenkt gewesen sein, als du ihn hier reingelassen hast. Leute sollten besser aufpassen, dass sie nicht die Schuhe von diesem Kerl treten oder so. Und ihn noch rausschicken. Schicken ist nicht zu. Nicht zu spät. Kampfesbüro. Du bist aufgeregt, die Stimme. Es kommt von der Bar. Und wir haben in der Demo-Version noch keine Zeit für diese Art von Aufregung. Zeit bezahlt zu werden. Komm rein. Rennen und lassen sie über sich reden. Ich liebe es, auf die schwitzenden Tanzenkörper runter zu blicken. Schweiß ist der wahrste Beweis, dass jemand seine beste Arbeit für dich macht. Will mehr tanzen, mehr Schweiß, mehr trinken. Und wo bin ich? Ich meine, wo war ich im Gespräch? Zeit, über das Geschäft zu reden. Recht hast du. Erst das Geschäft, dann die Nettigkeit. Unsere heutige Aufgabe war es, eine 3-Sterne-Party zu veranstalten. Zeit, ein paar Berechnungen zu machen. Wie lief es an der Bar? Wenn es um Drinks geht, hat unsere Bar noch nichts Besonderes anzubieten. Und das hat unsere Party nicht weitergeholfen. Weiter geht's mit Musik. Wir müssen unser Equipment dringend immer aufwerfen. Das ist mein Job als Türsteher. Das jetzige hilft nicht, die Partys zu verbessern. Wie sieht es aus mit der Optik? Unsere Laser sind nicht gerade das ein Fest für die Augen. Und Aussehen zählt. Wie sieht es mit VIP-Gästen aus? Mal sehen, wie viele waren hier? Keine. Nil, warum hast du keine Partyrunde reingelassen? Dass sie nicht reinlassen, wenn sie nicht herkommen. Dann kommen nicht. Ach ja, stimmt. Früher sind die Leute von weit her gekommen, um hier zu feiern. Jetzt sind wir nur noch eine Absteiger. Wir müssten etwas tun, ja. Nimm die hier. Sie hat den Stapel Flyer gegeben. Kannst du von jetzt an Leute zur Party einladen? Halt die Augen auf dem Weg zur Arbeit. Laden Leute ein, die wirken, als ob sie hier gute Gäste wären. Besonders die mit voller Brieftasche. Und weiter geht's. Was hast du reingelassen? Die Übersicht zeigt die Qualität der Gäste, die du gewählt hast. Deine Gäste geben der Party einen Wert von minus 1. Ja, ich habe die ganzen Red Flags reingelassen. Dazu addieren wir die Bonuswerte von vorhin. Und das bedeutet, heute war eine minus 1 Party. Das Play ist dann 3 Sterne Party. Wir haben versagt, was zur Hölle. Die Party heute war nicht gut genug, um einen Auswertungspunkt zu verdienen. Wie hat das alles unseren Ruf beeinflusst? Zu Beginn der Nacht war der Ruf des Clubs 2. Nach heute Abend wurde er 0,5. Junge, was machst du? Wir sind am Verlieren. Reduzier dein Gehalt auf 0 Euro. Weil du gesagt hast, viel Glück, dass ich nichts Schlimmeres mache. Dir wurde 0 Euro gezahlt, du hast jetzt 34 Euro. Sieht aus, als ob die heutige Arbeit getan ist. Somit endet die Demo-Version von Technobanzer. Danke fürs Spielen. Ah ja. Ihr könnt es gerne besser machen. Wenn die mit Demo mal runterladet und sich besser anstellt beim Abweisen der Person. Joa. Gott, das müssen wir uns jetzt mal noch wischtesten.
Okay, wenigstens den letzten haben wir erfolgreich abgewiesen. Okay, das wird noch wild in der Frühversion. Joa. Sieht nach sehr viel Spaß in der Frühversion aus. Gut. Können wir uns hier noch ein paar Demos angucken, noch ein paar Trainer angucken. Davon gibt es auch eine Demo, aber das ist so ein bisschen sehr, ja, ich glaube, das will ich nicht mehr spielen. Ein bisschen so sehr der Wirtschaftssimulator. Was in besserer Qualität auf GZ Händlerleben in der Fantasy Geschichte. Händlerabenteuer. Ja, ich weiß nicht. Das sieht gut aus, aber ich weiß nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt spielen. Es gibt einiges, was wirklich sehr gut aussieht hier. Dies hier auf der Arena. Da gab es keine Demo von. Keine Demo von auf Steam. Das gibt's gar nicht auf. Nee, das gibt's gar nicht auf. Ist überhaupt gar nicht auf Steam zu finden. Ist ein Controller-Spiel, Konsolenspiel. Hi, I'm Dana, and I work on Projected Dreams with my friends at Flowberry Studio. The story of Projected Dreams is about a little girl named Senka and her mother. Together, they tell stories and animate them through shadow play on the wall. After moving houses, Senka is left to tell stories by herself and uses her mother's old photo album as an inspiration for her fantastical dreams. Solve puzzles by dragging, rotating and stacking toys from Senka's room to recreate shadow silhouettes on the wall to uncover key events from her mother's past. Projected Dreams echoes the comforting feeling of playing in your bedroom during warm summer nights and slowly unfolding the stories of the people closest to you. The game will release early next year on PC and Mac, so be sure to wishlist Projected Dreams on Steam. Joa. So, so, ja. Das ist ein schönes Spiel, aber muss jetzt vielleicht nicht. Es gibt so einige Cozy Games. Die ist schon sehr empfehlen,
zu empfehlen sind, aber ja, jetzt im Stream bieten sie sich nicht unbedingt an. Das mit der Sofortbildkamera hat mich gerade daran erinnert. Gibt's davon? Nein, davon gibt es natürlich keine Demo. Warum ist denn das nicht mehr auf meiner Wunschliste? Das müssen wir auch irgendwo mal spielen. Viewfinder. Dann gibt es noch sowas hier. Joa. Perfect Pants, ich glaube, das habe ich gestern gezeigt. Das kennen wir schon von vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, das war schon 2021 auf der Indie Arena. Das würde ich gerne spielen, das hat aber nur Controller fürs Team. Ja. Gut, ich würde mal sagen, machen wir Schluss für heute. Zeig mir mal diesen Trailer. Moonlit Peaks, das ist auch so ein Spiel. Ja, so ein Farming-Simulator. Ich glaube, das haben wir schon mal gespielt. Das haben wir. Irgendwo habe ich das mal bei einem. Vielleicht bei einem Nextfest oder so. Kommt mir bekannt vor. Oder mit einer Elfe irgendwie, oder mit einem Vampir irgendwie so den Garten betreibst. Ein Vampir. Da gab es eine Tagperson, dann eine Nachtperson irgendwie, das haben wir mal gespielt. Irgendwann mal in einem Stream. Oder von der Demo bis aufgenommen, irgendwann gab es das auf jeden Fall schon mal. Jo. Ja, dann mal schauen, ob ich es schaffe, morgen zu streamen. Ich habe sehr viel vor morgen. Es ist ein vollgepackter Tag, deswegen könnte sein, dass ich das nicht schaffe. Ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag wieder zum letzten Gamescom Stream. Einige Demos gibt es auf jeden Fall noch, die wir spielen können. Ansonsten gibt es auf Steam ja noch in der Gamescom Sektion einige Sachen, und sie auf der Indie Arena Sachen ausgehen. Ja. Viele coole Überraschungen dieses Jahr. Ich meine, heute gab es auch so ein paar, naja, Spiele, aber ich meine, das ist jetzt nichts. Bisher habe ich jetzt nicht, ich meine, das ist so was Schlechtes, das Rennspiel war jetzt so ein bisschen. So, dieses Schiffspiel, das war jetzt auch nicht Journey Beyond the Edge of the World. Weiß ich nicht. Das war auch so ein, zwei Spiele waren so ein bisschen schwächer, aber das meiste war schon so. Echt. Gab bisher schon sehr viele tolle Sachen. Mal schauen, was wir noch so in den ein, zwei Streams, die wir machen,
finden. Joa. Für heute soll es das aber gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und ciao YouTube, würde ich sagen.